Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber, da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schlöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Blut und alle. Ja, moin Freunde. Ja, kurz nach 4:30. Ich bin jetzt hier am Kölner Hauptbahnhof. Köln ist immer noch so furchtbar, wie ich es in Erinnerung habe. Ja, und warte jetzt hier auf meinen nächsten Anschlusszug, um mich dann in Kaiserslautern einzufinden. Hatte euch ja angekündigt in meinem Shoutout, dass ich da den Hostie-Maladen besuche, der da ja in gut 5 Stunden Öffnung hat. Ja, und so schlage ich mich jetzt langsam Richtung ja, Hessen durch. Bisschen kalt, aber naja, das will man erwarten. Es ist Mitte November. Ja, mal gucken, wie wach ich da noch ankomme. Ja, voll Arbeitstag hinter mir und jetzt bis zur Abfahrt in Langenfeld hat sich das auch nicht großartig gelohnt, noch zu pennen. Aber ich hoffe mal, dass ich dann gleich im nächsten Zug ein bisschen Gelegenheit habe, mich auszuruhen. Guck mal, man, das hinter mir, glaube ich, der Dom, ein bisschen über den Bahnhof. Ja, bin mal gespannt, wie ich da alles treffe. Haben sich auch einige andere YouTuber schon angekündigt bei mir unter dem Video, wo ich mich dann auch sehr darüber freue, natürlich auch den Simon von Vape Scene Investigations und auch den relativ neuen Kanal Vape In. Die beiden Jungs wollen da sein. Ja, mal gucken, wie das wird. Kamera habe ich dabei, auch wenn ich jetzt hier gerade im Handy filme, das geht ein bisschen unauffälliger. Und naja, ich denke mal, bei den Lichtverhältnissen sieht man eh nicht so viel. Auch wenn ich die andere Kamera jetzt sehen würde, dementsprechend meistens mit dem Handy. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier Schluss und dann melde ich mich wahrscheinlich aus Kaiserslautern. Und ja, wir machen weiter, wie es wird. Bis dann. Jo, fast pünktlich. Ja, 10 Minuten später ungefähr, als ich da sein wollte, bin ich jetzt hier am Kaiserslauterner Hauptbahnhof. Sieht ganz schmuck aus. Ja, aber ich bin ja nicht hier, um mir den Hauptbahnhof anzugucken, sondern um ja, beim Dampferladenöffnung zu sein. Und dementsprechend werde ich jetzt gleich da anrufen. Und dann hat man mir versprochen, dass man mich abholt. Dann muss ich weniger suchen. Na, gucken wir mal, wie ich dahin finde und wie das dann da so aussieht. Also, bis gleich. We'll be right back.
Mahlzeit, Freunde. Ja, das war mein Trip nach Kaiserslautern zur Öffnung von dem Pro-Steam Offline-Laden. Ich hätte euch gerne diese Nachbesprechung, wie man es jetzt auch immer nennen möchte, live vom Bahnhof gegeben. Aber das war schlecht möglich. Ich bin mitten in eine Horde von FC Köln-Fans geraten, die gerade ihre grandiose Niederlage gegen Mainz lautstark gefeiert haben oder so ähnlich. Die haben durch die gesamte Bahnfahrt von über 3 Stunden am Stück in der Bahn randaliert, ihre Fangesänge dank Alkohol extrem schief abgegeben und so weiter und so fort. Die haben nicht eine Minute stillgehalten da in der Bahn. Man konnte kaum seinen eigenen Gedanken verstehen. Ja, und da, ich nehme an, weil das häufiger passiert, haben halt auch die Schaffner in der Bahn so nicht viel gemacht, ja, sondern das einfach stoisch ertragen. Gut, was würde man machen, wenn da in jeweils bei 2 Wagen so jeweils 70, 80 Leute da am Abfeiern sind. Ja, da, wenn man da anfängt zu versuchen, die zu beruhigen, hat man nachher nur noch mehr Scherereien. Aber entsprechend war es mir halt nicht möglich, da irgendwas noch zu kommentieren oder sowas, sondern ich habe es halt versucht, stoisch zu ertragen. Naja, es ist mir mehr oder weniger gelungen, ja, aber es hat mich schon extrem angefuckt. Das waren also eindeutig 2 Stunden so viel, die ich da von diesem Gedöns ertragen musste, mal ganz vorsichtig. Aber entsprechend mache ich jetzt hier nochmal nach meiner Rückkehr. Ja, wie ich mir versprochen habe, hat es mir verdammt viel Spaß gemacht, da anwesend zu sein. Ging mir halt vor allen Dingen um Leute zu treffen, habe ich gemacht. Ich habe mich ewig mit dem Simon von Babes Investigations über zig verschiedene Sachen unterhalten, sei es YouTube, sei es Dampfen, sei es Kaiserslauterner, Lokalitäten, alles mögliche. Ja. War einfach wieder ein schöner Community-Tag für mich. Und um nichts anderes ging es auch, ja, weil ich hatte jetzt ein paar mehr Daumen runter als sonst auf meinen Videos, so 1, 2 sind ja immer dabei, wo ich mich daran gewöhnt habe, ja, das sind meine treuen Hater, die also scheinbar jedes Mal so ein Video gucken und dann ihre Spuren hinterlassen, ja, mehr als die Daumen lassen sie nicht da, dementsprechend keine Ahnung, was sie da zum Daumen bewegt, ich nehmen es dann auch einfach mal so hin, gut, haben sie halt einen Daumen da gelassen, nach unten, sei egal, aber da waren es halt mal wieder ein paar mehr. Und einen Kommentar kann ich jetzt dafür aufgreifen, da hat mich derjenige kommentiert, das finde ich auch gut, ja, weil dann kann ich auch mich mit diesem Kommentar beschäftigen, mit dem Daumen kann ich wenig machen. Er hat gesagt, das fände er schade, dass ich mich jetzt für Werbung hergeben würde. Ja, ist die Frage, war das jetzt Werbung? Natürlich war es für den Shopbetreiber sicherlich angenehm, dass ich gesagt habe, dass ich da bin. Ja, war ja, ja eine Bekanntmachung so ungefähr. Aber Werbung ist das nicht. Ja. Ich verlinke euch unten mal einen Flyer von den Medienanstalten. Ja, da wird ganz genau erklärt, was ist Werbung und wie ist das zu kennzeichnen und so weiter. So, und da mir weder die Anfahrt noch sonst irgendwas da aus der Reihe finanziert wurde, ist das keine Werbung, Punkt. Ja. Und ich hatte auch drunter geschrieben, in den Kommentar, ich sage ja auch immer, Leute, ich fahre zu einer Messe. Ja. Das ist für mich in dem Moment nicht viel anders. Ja. Es ist einfach eine Möglichkeit, wohin zu fahren, zu wissen, okay, da kommen Leute von der Community hin, die kann ich treffen und mit denen kann ich mich unterhalten. Ja. Dementsprechend sehe ich jetzt nicht, wo da genau die große Werbeaussage ist. Ja, und ich bin ja auch nicht irgendwie der große YouTuber mit den zigtausend Abos, ja, 7000 knapp, jetzt ist es arbeitet in 7000 rein, das ist ja auch noch nicht das Größte. Hätte er den Simon zum Beispiel in Kaiserslautern viel besser einspannen können, der hätte mich fast doppelt so viel wie ich. Ja, also ich weiß nicht, wo ihr da die große Werbung seht, die das zumindest so kommentiert haben. Ja, wenn ich dadurch für euch irgendwie ja, nicht mehr koscher wirke oder sowas, sorry, da verbiege ich mich auch nicht. Ja, ich halte mich jetzt einfach an das, was die Gesetzgebung der Landesmedienanstalten dazu sagt. Und ich denke, damit fahre ich schon richtig. Ja, wir können es natürlich ewig
bereiten, was das jetzt für den Einzelnen bedeutet. Aber ich kann es auch lassen. Ja, sonst darf ich nämlich überhaupt nichts mehr reviewen. Ich darf nichts mehr, keine Community-Events irgendwie in meinen Videos erwähnen. Fände ich halt schade. Ne? Also sorry, da muss ich sagen, irgendwo ist halt auch mal Schluss mit dem Tiefstapeln. Und wie gesagt, waren auch so viele da, dass ich mich halt schön mit denen unterhalten konnte und darum ging es mir einfach. Aber ich habe nicht nur FaceTime verbracht, sondern ich habe auch ein bisschen zugeschlagen. Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer des Aromameisers. Ja, den habe ich mir da gegönnt. Und das ist jetzt sozusagen meine Pro-Steamer-Kombi. Ja, einmal der Aromameiser von Pro-Steamer geholt und das Ding habe ich ja auf der Messe geholt. Das ist die Eggis von Geekvape. Ja, passt sehr schön zusammen. Das Problem bei der Vape-Mate-Kombi war ja, dass die Flasche so ein bisschen spack hier ansaß an dem Akkuträger und das Ganze so ein bisschen schief wirkte. Ja. Jetzt habe ich es halt schön gerade und trotzdem großen Tank und funktioniert ganz gut. Ja. Ich hatte bei dem ersten Mal, wo ich den jetzt befüllt hatte, lief er mir direkt aus, aber es lag daran, dass ich oben die Topcap nicht richtig fest hatte, wie ich dann beim panikartigen Auseinanderschrauben gemerkt habe und nicht unten an der Wicklung. Ne? Ganz klar hat sich halt kein Vakuum hier oben aufbauen können, was sozusagen gegen den Liquidfluss wirkt, sondern ja, war oben offen, der Tank wurde sozusagen die ganze Zeit belüftet, dass das da natürlich ausläuft, ist klar. Jetzt habe ich da eine Dual-Coil-Wicklung drauf mit 0,28 Ohm und so bei 45 Watt ungefähr dampfe ich das Ganze. Macht extrem viel Nebel, macht einen geilen Geschmack. Flash ist ein bisschen gedämpft, finde ich, wahrscheinlich wegen der sehr großen Luftmenge, die man da mitzieht, weil ich habe da jetzt gerade 12er drin. Ich habe ja von Prosteam mir auch noch ein paar Liquids mitgeben lassen, die ich interessant fand. Ja, das hier ist jetzt gerade das, ich glaube Colombo, keine Ahnung, also so ein Tabakgeschmack. Eher so ein bisschen milder, leicht ledrig. Ja, kann man dampfen. Ja. Und dafür, dass es halt 12er ist und hier ist es halt direct to lang dampfe, merke ich vom Flash relativ wenig. Und auch der Throat Hit ist okay. Ja, kann man durchaus dampfen so. Zumindest ich kann das. Ja, wie gesagt, war einfach eine schöne Zeit da. Der Laden, ich habe ein paar Bilder gemacht, natürlich möglichst ohne Leute, die sich da gestört fühlen konnten, weil ich einfach nicht die Zeit hatte vorzubereiten, mir von jedem das Okay für eine Veröffentlichung auf YouTube geben zu lassen. Dementsprechend habe ich mich bei dem Film von Leuten sehr zurückgehalten, habe mich dann dafür eher so ein bisschen auf das Interieur konzentriert. Laden ist ganz schick geworden, finde ich. Ich finde, die Dekoration ist noch ein bisschen zurückhaltend. Ein paar Sitzgelegenheiten mehr hätten dem Laden sicherlich gut getan. Aber es ist halt auch ein Laden, der gerade erst heute eröffnet hat. Der wird wohl noch ein bisschen ausgebaut mit der Zeit. Ja, lasst den guten David, der das Ganze ja jetzt eröffnet hat, auch ein bisschen Zeit, mal das Ganze ein bisschen auszubauen. Potenzial hat der Laden, ja, sowohl was die Räumlichkeiten angeht, wie auch was die Waren angeht. Ja, da musste sich der Laden ja auch erstmal ein bisschen finden, was die Kunden vor Ort wollen. Dementsprechend war das halt alles noch etwas zurückhaltend. Ja, ein bisschen mehr an den Schaufenstern hätte ich noch gemacht, wenn man mich gefragt hätte. War ich auch nicht der Einzige, der das so gesehen hat. Aber wie gesagt, das ist natürlich damit ureigenste Entscheidung, wie er das machen möchte. Wir haben halt da ein bisschen drüber gequatscht, aber er hat halt auch mit den entsprechenden Kunden sehr viel zu tun, sodass wir
Naja, sagen wir, nur begrenzte Zeit hatten, wirklich miteinander zu sprechen, und ich musste ja auch noch ja, wieder zurückfahren. Wie gesagt, ole ole, FCK. Aber wie gesagt, mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat das relativ kurze Video dazu gefallen. Wenn ihr da in der Gegend seid und mal was von Pro Steamer sucht, da habt ihr einen Laden, wo ihr es kaufen könnt. Ist nicht der einzige in Kaiserslautern, aber wie gesagt, vielleicht sucht ihr gerade was Spezielles und das findet ihr dort. Ja, dann danke ich David für die Einladung in Anführungszeichen. Wie gesagt, nichts davon ist bezahlt, was es da jetzt passiert ist. Aber wie gesagt, der Hinweis darauf, dass er mich doch dort gerne sehen würde, drückt mir so aus. Ja, und auch danke an seine Frau, seine Kinder für den warmen und herzlichen Empfang dort. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich freue mich darauf, euch dann wo auch immer wiederzutreffen. Ich freue mich darauf, generell jeden von euch aus der Community zu treffen für ein freundliches Gespräch. Ja, sei es in einem Dampferladen, sei es auf einer Messe, sei es auf der Straße. Auch da darf man mich durchaus ansprechen. Ich beiße nur im Notfall. In diesem Sinne, ich danke für eure Aufmerksamkeit und man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust ist Zornesglut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es geht uns gleich trotz alledem, wir schütteln uns ein Gasgewind, doch weiter nichts trotz alledem.